Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir sind am Militärlager, wo wir es letztes Mal ausgelockt haben. Mit dabei ist der Jack Fleischhammer, der jetzt gerade angegriffen wird. Hallo, Entschuldigung bitte. Ich bin total... und die Serendipity... Oh, wir müssen uns hier mal verpissen, würde ich sagen, oder? Hallo ihr Lieben. Die Horde langt meine Munition auf keinen Fall für. Ja, wir sind in 7 Days to Die. Wie immer, wenn wir zusammenkommen, gemeinsam... Worldcry ist diesmal leider nicht dabei, aber der wird in den künftigen Folgen wieder mit dabei sein. Eventuell die nächste nicht, da müssen wir mal schauen, je nachdem wie das mit der Zeit hinhaut für ihn. Wir sind in der Alpha 87 unter... Hier, wir ziehen uns zurück. Komm, die Munition, das ist Verschwendung. Oder? Wollt ihr? Ihr wollt. Also, die fällen die Bäume. Ja, keine Ahnung, nee, weiß ich nicht. Zurückziehen? Also ich würde schon, ja, so ist nicht. Zurückziehen oder die killen? Nein, killen. Killen, okay, dann killen wir die. Jetzt sind nicht mal Zombies da und erst beschwere ich mich, dass keine da sind. Wow, ah, Schenne. Boah. Hau ab da! Die rennen mich um, die machen gar nichts. Ja, Frauen werden verschont. Schön. Ja, bin ich auch. Ich nicht. Oh, du fettes Ding, stirb. Ja, wir sind in Alpha 87, damit der Loot, beziehungsweise auch die Regionen besser... Oh, ich sterbe gleich. Blutest du? Ja, jetzt. Ja, dann hau eine Bandage rein. Hast du auch nicht dabei? Ja, Moment. Damit der Loot und die Regionen zurückgesetzt worden sind, haben wir praktisch alles gelöscht von der Map, außer unsere Basis natürlich. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht, sonst haben wir jetzt gleich keine Basis mehr. Oh je. Auch diese Militärbasis wurde jetzt praktisch neu erzeugt. Oh, Munition. Da ist noch eine Munitionskiste auf dem Tower. Auf dem Tower, dann gehe ich mal hoch. Serendipity, du bist in Sicherheit? Ja, mehr oder weniger. Ich loot mal kurz mit 40 Sekunden die Box. Ja, wir sind wie gesagt in der Alpha 87. Wir haben das zurückgesetzt, um praktisch den Loot zu resetten, denn es sollen jetzt leichter Bohrer spawnen. Was ist denn diese Dreckszombie so schnell? Ich finde... Oh, ho, 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 Baby. Baby, du bist I'm dangerous. Gut, so, ich räume mir ganz kurz mal auf. Da hängt ein Hirsch im... Oh, der ging daneben. Hallo Hirsch. Ja. Ich werde verfolgt. Ich habe mich mal selber getötet. Das ist einfach nur, um zu zeigen, wie man es nicht macht. Und zwar, ich habe gegen das Geländer geschossen. Ja, dann spawn on my bedroll. So, ich wäre dann zu Hause... Wo seid ihr? Ich bin gerade raus, ich bin vom Zombie geflüchtet, weil ich habe irgendwie kaum Leben. Oben auf dem halb gesprengten Turm wäre dann mein Kram. Wieso habe ich denn schon wieder Fleisch in der Tasche? Kein Wunder, dass die Dreckschweine mich verfolgen. Ich habe eine Rakete behalten? Wieso habe ich eine Rakete behalten? Ist hier noch Munition in der Hütte? Jack, wo bist du? Direkt mitten im Lager. Oh, ja, die kommen auf mich zu. Ist hier irgendwo nur Munition in der Hütte, Herr Waffenmeister? Muss im Safe sein eigentlich. Achso. Ja, da sind noch 160 Schuss, da nehme ich die mal mit. Und eine einigermaßen intakte Pistole nehme ich mir auch noch mit. Und ich habe einen Kaffee zum Rennen. Gut, ich komme. Komme. Los. Schnell bitte. Ach Mann, hier, ich verbinde mich und mein Leben geht nicht nach oben. So, dann hau ich mir mal einen Kaffee rein. Machen die jetzt wenigstens die Explosion, machen die wenigstens Schaden jetzt mittlerweile? Nee. Immer noch nicht? Mm-mm, sieht nicht so aus. So, ich komme. Übrigens, die Fackeln müssen wir entfernen. Fackeln sind Performance-Killer. Kriegst du den? Der kommt den auf dich zu? Ja, ich hab ihn. Ach, jetzt hab ich geschossen. Und Jack hat ihn auch. So. So, ich flüchte mal. Hier schlägt doch irgendwo einer. Ah, diese Performance-Hure hier. Was ist denn jetzt hier neu, Alpha 7, Chef? Was ist neu in der Alpha 7? Guck das Video von Valkyrie, der kennt sich da aus. Ja, das ist wieder der. Jetzt aber von dir wissen, Chef. Es ist mehr Bugfixing, wenn ich das richtig verstanden habe. Gott, wer ist denn... Echt jetzt? Den hätte ich gekriegt. Entschuldigung. Ja. Da ist noch einer. Also entweder liegt das gerade daran, dass ich irgendwas in den Grafikeinstellungen verbuselt habe... War auf die Birne, aber so richtig. Performance-technisch läuft das heute wie Grütze. Bei mir läuft's gut. Ja.
Bei euch läuft's gut, also gut. Hast du Holz, Serendipity? Also brauchst du mal eine Leiter? Ich würde da nämlich hoch, Jana. Ich kann dir nur Papier geben, tut mir leid. Der Chef sei Kram holen. Aber ich kann dir gerade mal einen Baum schlagen. Achso, man kommt nicht mehr hoch? Nee, ich habe leider die Leiter zerschossen. Ah. Warte, ich hol dir, Querfeld ein. Holz. Ja, wir haben die Chance auf Bohrer, Motorsägen etc. pp. Denn, so, da Frames, da keine Frames. Mist. Jetzt die Spawnrate wurde erhöht. Ja, genau. Also es sollen jetzt leichter Bohrer und solche Sachen gespawnt werden. Was war denn noch neu? Wie viel Holz brauchst du denn? Die haben die Schriften geändert. Hab ich es verstanden. Also ich meine, dass es mir aufgefallen ist, als ich eben die Kiste gelootet habe, dass diese Zahl, diese Anzeige, wie lange das dauert, was zu looten, feiner ist, nicht so verschwommen. Okay, also, ich habe doch Woodplanks, junge Frau. Ach, hast du? Okay. Ja. Und wenn ich's richtig verstanden habe, ja, man kann sich nicht mehr suiziden, und zwar, wenn man Escape drückt, hier oben gibt's nur noch Quit. Das haben sie auf jeden Fall neu gemacht. Die haben, glaube ich, ziemlich viel im Hintergrund vorbereitet, auch für die 9.0. 9.0 soll ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar die Landschaftsgeneration kommen. Also dass man praktisch auch nicht mehr. Ich lese ja immer den Blog, da habe diese. Oh, ich bin falsch. Von diesem Joel, oder wie er heißt. Ist das Joel? Riech mich da gerade. Auf jeden Fall lese ich den Blog der einen Entwickler und die haben so ein paar Bilder gepostet. Wie das denn jetzt aussieht mit der selbstgenerierten Landschaft. Also, die haben da mehrere Versionen vor, so habe ich es verstanden. Und zwar. Einmal ohne POIs, also hier Point of Interests, also weißt du, diese Schule und den ganzen Kram. Ja. Und einmal, glaube ich, mit, also das kann man, glaube ich, entscheiden bei der Weltgeneration, ob diese Orte da reinkommen oder ob so wirklich so eine freie Welt generiert wird, wie man es von Minecraft kennt. Also, dass man keine festen Orte hat, sondern praktisch alles selbst erkundet und sich überraschen lässt, was halt bei rauskommt. Also, wie genau das abläuft, weiß ich selber noch nicht und ich glaube, dafür haben sie hier einiges aktualisiert. Oh, jetzt läuft es endlich wieder ruhig für meine Augen. Ich finde, alles, was so unter 30 Frames ist, ist ja Augenkrebs. Guten Tag. Ist klar. Oh. Ja. The Crafting dauert irgendwie voll lange. Ich will jetzt hier mal eine Leiter machen und das dauert ewig. Gefühlt. Hast du vielleicht 100 gemacht? Wird dir das Fleisch verletzt, wenn das da reinrennt? Ach, das ist alles weg. Mann, wer hat denn das weggesprengt? Blöd. Leitern setzen im freien Raum wird schwierig. Ach, du bist schon wieder da. Soll ich mal Woodframes setzen? Ja. Dann mache ich doch mal Woodframes. Du blödes Miststück. Bist du tot? Nein. Nö, aber der Zombie ist tot. Oh, ich meine, haben wir noch was zu essen da? Das ist ja geil. Der Zombie ist hier durchgerannt und ist jetzt tot. Wieso ist denn der Zombie tot? Habt ihr noch was zu futtern? Vier ich Dosen. Ich hab Peas, Erbsen. Peas habe ich. Ja, Peas, okay, warte. Peas und ich habe eine Dose Can of Soup. Naja, ist ja eh dein Kram, denn. Ja, ich hol mir den, das passt Lutes. Schon. Lute. Lute tut gut. Salute. So, hatte ich jetzt was mit aufgenommen zu futtern? Ach, ich hab auch noch 15 9mm Bullet-Dings. Hat jemand von euch, wer ist das? Sprich mit mir. Was? Bitte was? Hast du was zu essen? Antibiotika, aber dann. Nein, ich habe nur normale Pillen. Kann ich was zu essen haben, bitte? Oh, ich sterbe jetzt. Warte. Ja, das war natürlich wieder eine glanzvolle Leistung vom lieben Minjas, sich erstmal von dem Turm da oben runter zu ballern. Ich sage, oh, jetzt habe ich was, jetzt kann ich helfen, ja. Jetzt kann ich hier einen Molly machen. Dann habe ich mich selber in die Luft gesprengt, ich Vollprofi. Ja, also was an Updates in der 8.7 jetzt dazugekommen ist, kann ich alles noch nicht mal so wirklich sagen. Ich habe mir das Video vom Valkyrie angeguckt, der hat so ein ganz gutes Informationsvideo gemacht, wie ich finde, und hat sich da wirklich Arbeit gemacht. Ja, hat sich die Arbeit gemacht, halt aufzuschreiben, was da neu ist. Es ist, glaube ich, einiges an Bugfixing neu dazugekommen, also mehr so im Hintergrund wurde verbessert. Und ich habe mich wie immer nicht auf die Aufnahme vorbereitet. Das ist das Schönste bei dir. Ja, natürlich. Das ist immer spontan. Ja, absolut. Langweilig. Voll Profi. Wir wollten ja zum Sägewerk. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Gehen wir weiter zum Sägewerk oder... Ja, vielleicht finden wir ja einen Bohrer oder... Genau, hätte ich auch gesagt.
Kommen wir dann nochmal bei unserer Hütte vorbei? Wir laufen dann in dem Fall nicht, wieder ne? zurück. Ja, wir gucken mal, wo wir jetzt... Nee, wir sind doch hier fast am Sägefährt. Das ist gefährlich. Genau, nach rechts. Der sammelt hier diese Bomben ein. Nach Osten. Folgt ihr mir? Wollen wir uns mal sammeln, bevor jeder wieder... Ne, so na, wir holen gerade hier die... Was? Explosionsdinger. Jo. Ach, die Minen. Die Minen. Das ist meine Gefahr. Warum rennt der so schnell? Der hat hier den Turbo. Komm, lasst die Minen, Kinder. Nicht mit den Minen spielen, Papa. Ich hab's euch gesagt. Nee. Mach keinen Blödsinn mit Lötsinn. Ja. So, okay. Den kann ich noch nicht. Komm, die eine nehme ich noch. Ich kenne nur dieses Maulpaul und bis später Peter. Und, Airdrop. No. Airdrop. Ist immer noch zwei. Die krachen. Boah, das war... Boah, Crash. Ich nehme den hier. Aber die wackeln nicht mehr. Außer im Sound. Und der Sound ist fallen lassen? Ja. Gar nicht. Nimm's. Ich habe nichts gesehen. Sandipity, kommst du? Ich wollte dem Airdrop hinterher. Nein, wir wollen ans Sägewerk. Das ist wie eine Sucht. Ich was ist denn das? Hier ist was geschwebt. Hier, Jackie, komm mal zurück. Da schwebt es. Ich sehe es. Kann ich schnell? Hier schwebt ein Pfeil in der Luft. Da schwebt es. Magic Arrow. Wo schwebt ein Pfeil in der hier, Luft? Direkt vor mir nicht. Okay. Oh, einer rechts, einer links. Oh, doch, jetzt war kurz ein Pfeil in der Luft. Ich nehme den rechts. Idiot. Okay, Sandipity geht den Airdrops hinterher. Achso, ihr habt den linken. Warte, ihr seid bei dem linken, dann gehe ich zu dem rechten. Nein, wir gehen zum Sägewerk. Doch, ja, machen wir sofort. Gleich, warte. Lass die Frau laufen, Mann. Lass sie laufen. Ist doch nicht wichtig. Ach, Mensch, der Airdrop, als würd's drauf kommen. Warte mal, hier, Jackie. Ja? UTD, aber ich weiß nicht, ob das reicht, weil ich bin ja... Was? Mein Kaffee hier. Achso, meinst du, der Biohazard zieht sie wieder runter? Probier mal. Hau dir mal einen Kaffee rein. Und? Okay. Schmeckt er? Gut, gell? Ja, läuft. Komm. Ja, sehr gut. Und direkt looten auch hier. Looten. Ich glaube, den Loot haben sie verändert. Ihr seid übrigens in der Nähe von dem zweiten Airdrop, ne? Der ist links von euch. Das interessiert uns nicht, weil wir zum Sägewerk wollen. Genau. Gathering Hole. Der Airdrop ist wichtig. Mal liegen. Nehmen wir den linken auch noch, oder? Der sieht doch gut aus. Lass uns den reparieren. Wieso können wir den eigentlich nicht reparieren, ja? Darauf freut mich. Also wenn, meinst du, es kommt? Ja. In meinem Airdrop ist, hast versprochen. Ist jetzt ein Bohrer drin, ich sag's euch. Okay. Wir haben es versprochen. So, dann schauen wir mal. Wie sieht's mit deinem... Oh, ich hab nichts... Also Essen ist schwierig. Soup. Und da? Super, dann gebe ich dir da mal Essen, hier, ja? Hier so, gehen wir hier lang. Also was Neues ist, wie gesagt, guckt euch das Video von Valkyrie ein, das finde ich sehr informativ. Valkyrie TV, wer es nicht weiß, den Kanal ansonsten in meiner Abo-Box. Der hat ein schönes Informationsvideo über die 87 gemacht und sehr detailliert darüber gesprochen. Finde ich übrigens klasse, solche Videos. Ich auch. So. Kann man eigentlich mit einem Kopf erschlagen werden? Ja, stirbst sofort. Ja. Nee, du kriegst mehr, wenn du dich runterstellst. Hahaha. Au, was ist denn das? Ich dachte, du bist hinter mir. Nee. Hier, Silly Walk oder was? Monty Python. So sieht's aus. Oh. Also, wie ist hier Treffsicherheit heute? Ja, ist nicht so. Auch, weißt du, mit der Panzerfaust immer schön in die Kante neigeschossen. Also, dass ich mir erstmal das Podest unter dem Arsch weggeballert habe. Ach, okay, jetzt verstehe ich. Oh. Was, du wusstest nicht, warum ich gestorben bin? Nee. Ja, weil ich halt... Ey, sag mal. Weil ich mit der Panzerfaust praktisch in die Absperrung von dem Turm geschossen habe. Okay. Ich bin praktisch nicht drüber weggekommen. Er hat sich sozusagen selber erschossen. Ja. Gratulation. Für diese Glanz... Was ist denn das? Das ist immer noch ein Tod. Was ist denn los? Sind die stärker geworden oder was? Zwei, drei... Ja, geht. Wenn man trifft, dann... Biohazard? Ich blute! Bandagier dich, hast du Bandage? Ja, Biber Butzemann. Das war mein letzter. Jetzt sieht's aber hier. Jetzt hören wir auf hier mit Spielerei. Ja, wenn man aus dem alten Spielstand noch Holz in der Tasche hatte, diese Holzblöcke, also einen frisch gefällten Baum, dann gibt das einen Fehler. Also es kann jetzt sein, dass wir bei uns in der Heimat irgendwo Holz noch irgendwo rumliegen haben. Ich muss jetzt mal eine Tablette nehmen, es hilft nichts. Ach so, wenn ich Painkiller nehme, dann kommt mein Leben wieder. Genau, über Zeit. Ah, okay, ja, das ist ja eine Suppe drin. Im Auto? Da ist eine Suppe drin. Ja, nimm mal. Das ist ja super. Super. Super, super.
Super geil. Super, okay, super. Komm hör auf. Fässer mit? Jetzt habe ich schon wieder ekelhafte Badewanne-Zähne im Kopf. Oh. Also wenn man jetzt was lootet, finde ich, sind die Zahlen besser zu lesen. Das war früher so ein bisschen schwierig. Also das haben sie auch geschrieben, dass sie die Engine halt irgendwo diesen HUD oder GUI oder sowas verbessert haben. Ich kann auch ehrlich gesagt wenig zu den Updates sagen, das merkt ihr ja schon. Ich habe mich nicht vorbereitet. Aber wie gesagt, Wellcry TV, der hat ein gutes Infovideo dazu gemacht. Da bitte schauen, um zu erfahren, was in dem aktuellen Update neu ist. Aber ich freue mich auf die 9.0. Also ich habe da ein paar Screenshots gesehen, wie die praktisch losgelaufen sind. Und er hat auch gesagt, dadurch, dass diese Welt einfach willkürlich generiert ist, hat man ein ganz neues Spielerlebnis. Ja, ja. Weil man halt nicht weiß, was passiert. Und das finde ich persönlich spannend, weil ich sag mal, die Map kennen wir ja langsam. Das ist genau dort, worauf ich mich freue. Und was sie halt machen. Dass alles einfach neu ist. Ja. Genau. Was sie halt auch machen werden, ist, genau, jetzt weiß ich es wieder. Er hat gesagt, sie wollen eine Map machen, wie man sie kennt. Hier, so in größer. Was ist das für eine einsame Hütte, wo ich gerade stehe? Wo du gerade stehst. Beautiful. Das ist unsere. Das Hotel. Nein, das ist nicht unsere. Das war mal das Hotel. Das war mal das Hotel. Der Airdrop hängt da ja noch in der Luft. Wieso hängt aber der dort, wo du jetzt bist, war mal das Hotel, wo wir, Staffel 3 ausgebaut haben. Wieso hängt denn der Airdrop da hinten noch in der Luft? Der hängt in den Bäumen wahrscheinlich. Du siehst nur den Airdrop weiter weg als Bäume oder Objekte, die du einstellst. Okay, kam in den Kommentaren. Dann weiß ich, wo ich hinrennen muss. Ich habe ihn nämlich schon gesucht. So nochmal, also die wollen eine Map machen, die praktisch wieder generiert ist, hier mit Point of Interest, so war das glaube ich, und eine Map machen, die halt einfach frei generiert wird. Und ganz ehrlich, ich persönlich würde jetzt eine Welt bevorzugen, die frei generiert wird, wo von mir aus keine Gebäude drin sind. Aber das ist Geschmackssache, das können wir ausprobieren. Staffel 5 dann, ne? Herr Fleischhammer? Ja, es könnte, ja, genau. Es könnte allerdings auch ein bisschen langweilig sein, die Farbe besteht. So. Weil man nichts erforschen kann, meinst du? Ja. Wo kriegst du den ganzen Kram her denn, ne? Ja, gut, es aus gibt der jetzt Erde. Nicht. Es gibt jetzt nicht. Genau, aus der Luft. Ja, gut, es wird ach, schon. Weißt du, wo der hängt? In diesem bösen Gebiet, wo man stirbt, in diesem, wo es grün ist. Okay, dann wirst du da nicht rankommen. Aber der schwebt jetzt nach unten. Hier. Ich habe hier übrigens, ich hatte noch Holz in der Tasche. Und? Es gibt einen Fehler, also du musst es droppen. Du kannst es wegdroppen, aber es gibt so einen Konsolenfehler dann. Darf ich sofort, wenn ich da reingehe, nee, dann werde ich verseucht, ne? Jo. Ach, dann warst du jetzt schon im großen Haus? Oh, warte, warte. Aber ich werde mir jetzt auch nochmal Schinken reinhauen. Lass doch den Airdrop. Oh, Dreckscheiß, nein. Ist doch egal. Bau dich hoch. Komm zu euch. Die bau dich hoch, das hilft mir auch nicht, wenn es in diesem verseuchten Gebiet steht. Nein, nein, es ist ja, sie sagt, außerhalb des Bereichs, wo man eigentlich hin kann. Oh, guck, da werde ich schon verletzt. Das geht nicht, da komme ich nicht dran. Warst du unten hier schon? Du guckst jetzt unten, ja? Ja, oben war ich noch nicht. Seid ihr schon im Sägewerk? Jo. Ist hier eine Metallplatte drunter? Ja, wir wollen ja immer noch, wir sind immer auf der Suche nach dem Bohrer und nach dem Update versuchen wir natürlich jetzt den Kram zu finden. Ach, und auch noch irgendwas war, wenn du irgendwas abbaust. Ich glaube, so gut wie alles, was du abbaust, wird Holz oder alles Metall? Ich weiß nicht mehr genau. Also da haben sie auch irgendwas geändert. Ja, mit Scrap Metal oder so, kann oder sein. Scrap Metal, ja. Ich bin mir nicht mehr, das ist mir gerade noch so eingefallen. Das ist auch schon ein bisschen her, dass wir, dass ich mir das Video angeguckt habe von Valkyrie. Ja, Scrap Iron wird das irgendwie. Da haben sie auch irgendwas geändert, dass irgendwie 99,1%. Wobei der Valkyrie schon sagte, dass es, er weiß gar nicht, ob es vorher dann 95% waren und jetzt 99 wären oder so. Also das war, das ist ja empty, muss ja stehen. Untouched. Ja, das ist sieht nicht Freund. Gut aus, nee. Nee. Schade. Sind noch ein paar Kisten, die hast du schon. Die haben uns doch verkackert. Warum haben wir irgendwie ein Gebäude vergessen? Warte mal, wir haben doch hier zwei von den kleinen. Rechts die beiden Hike. Sicher? Auch den 1-1? Ja, sicher. Alles klar. Empty, 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 empty. Ja, schade. Doch kein Bohrer. Wollt ihr nicht mal mit mir hier bei mir in der Hütte gucken, wo ich jetzt gleich hingehe? Wir kommen jetzt zu dir, ja. Da sind 100. Ich muss die erschießen. Gehen wir rüber, Jackie? Jupp.
ich habe keine Moon mehr. Du musst nur ein bisschen da in die Richtung. Was, wo du bist, ist eine Hütte? Doch, ja, hier in meiner Nähe. Ich bin eben an der Hütte vorbeigerannt. Ja gut, aber es müsste keine Hütte sein. Das Hotel ist ja nicht keine Hütte, sondern es ist ja ein richtiges Haus. Ja, dann ist es eine Hütte. Dann ist es halt eine Hütte. Das Auto hatten wir schon, oder? Hier sind wir reingelaufen, ja. Oder? Ja, ja, ja. Irgendwie manchmal visiert er das so schlecht an. Oder ist das nur ein... Könnte natürlich auch nur so ein Eindruck sein. So, Köter, komm. Da links ist er. Wir müssen weiter links. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf die 9-0. Wer weiß, wann die kommt. Gibt's da eine Ansage? Oh, ich sehe nichts, ich sehe nur Baum, scheiße. Nö, ich hab... Da, ich sehe sie. Seid ihr da? Ihr seid da. Sag mal, treffe ich nur den... Sind die... Was sind mit den Hunden los? Ich hab viermal auf den geschossen. Oh, da stehen noch zwei. So, was ist denn mit dem Hund los? Der ist hier festgepackt und da... Hä? Der ist tot, der Hund. Du schießt bei mir, schießt du auf einen toten Hund. Ah, okay. Das Spiel ist kaputt. Hier schön, ne? Waren hier nicht mal Autos auf dem Parkplatz? Ja. Früher, gell? Richtig. Das ist das Hotel. Der war, hier war mal lang nicht mehr, ne? Nimm mal das Leder aus dem Hund mit, ne? Boah, den hat's voll zur Seite gedrückt, hier, den einen Ranger. Den hab ich erschossen. Ach, das ist unsere ehemalige Hütte, hier haben wir doch mal gewohnt, oder? Das ist doch das, was ich eben die ganze Zeit erzählt habe. Was dann? Was dann? Oh, die rennt. Nicht mein Mann. Oh, 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 oh. Oh, danke, Jack. Nee, das war dein Mann. Okay, na gut. Ich kann nicht dann nachladen. Nicht. Oh, Hilfe. Genau, komm zu mir. Komm mit rein. Komm. Sonst... Sag mal, war die Hotellobby schon immer so schön ausgestattet? Oder haben wir die einfach so damals umgebaut? Ich hab sie damals so umgebaut, würde ich mal behaupten. Ist ja auch ein Zappenduschstein im Laden. Ja, aber ob wir hier was finden, ist natürlich sehr fraglich. Wir gucken, kann man ja mal, kostet ja nichts. Ja, auf jeden Fall die Medizinschränke irgendwie. Ich habe Medizin schon gelootet, nee, war die Küche. In der Küche war ich noch nicht. Ich habe jetzt erstmal hier, oben ist noch irgendwo was. Was sind das? Manchmal reagiert er auch gar nicht. Hä? Ich drücke E. Untouch? Ah, jetzt. Sag mal, die Küchenschränke sind ja alle so gut wie leer. Wow. Wo bist du? Ich komme raus. Jetzt bin ich draußen, ja. So, ich hab dich gerecht. Hat dich angefasst. Aber nur in dem Spiel. Alles leer, ja. Untouched, aber leer. Ja, das hat auch mal jemand gesagt, ob wir mitbekommen hätten, dass eigentlich die obersten Küchenschränke meistens leer sind. Ah, hier war der Ausgang zum Dachgarten. Ach, waren das noch schöne Zeiten, als wir noch einen Dachgarten hatten und die Kackwurst. Ja. Good old times hier in Seven Days to Die. Ihr seid oben? Ich bin draußen, aber... Ja, ich bin oben. Hier ist noch ich guck grad, ob ich noch irgendwas... Ist der Kamin? Hier ist der Vor... Hier ist Cocaine rückwärts runtergefallen, kann ich mich erinnern. Wo du den Lachflash gekriegt hast. Stimmt. Liebe Stelle an dieser Grüße an den Herr Cocaine. Ach genau, hier haben wir uns hochgebaut. Da ist ja gar nichts, da kommt man gar nicht hin. Ach, hier sind Drecksknochen drin, ich will den Knochen nicht. Was ist das schön hier? War jemand schon im Schlafzimmer? Ja. Da haben wir schon gelootet. Hier waren wir schon unten, hier unten überall. Nee, kein Bohrer. Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade. Aber da die Map resettet ist, haben wir vielleicht in einer der nächsten Folgen die Möglichkeit, wow! Jackie? Ups. Huch. Da ist ein Loch in der Wand. Wie konnte das passieren?
Ja, da wir die Map resettet haben, haben wir in einer der nächsten Folgen mit Sicherheit die Gelegenheit, irgendwo an den Point of Interest noch Sachen zu finden. Also Schule, Militärlager, ne, da waren wir eben. Aber es gibt ja noch mehr Militärlager. Da rennt sie schon wieder weg, gell? Sie hört gar nicht zu. Ja, aber sollten die Hirsche nicht alle weniger werden? Das war doch auch irgendwie ein Teil des Updates, oder? Dass die Hirsche weniger werden. Seltener spawnen. Also wenn du einen gekillt hast, hast du den Hirsch auf der Karte, den einen also getötet. Den einen, ich habe eben mindestens drei gesehen. Die haben sich nur abgewechselt. Das ist der gleiche die haben Hirsch, mal Kuckuck gesagt, genau. Ja, genau. Der hinter Hirsch dir so, der Hase, kennst du das? Hinter dir entlang, ich bin schon da. Ich klebe. Kennt ihr nicht das alte Märchen, der Hirsch und der Hase? Kennt man ja, oder? Die Sage. Ich klebe dem Sticker auf den Arsch, damit ich ihn wieder erkenne. Da ist noch ein Hirsch, ich habe einen Hirsch gefunden. Oh, du Mörder. Nimm die Blaubeeren mit, damit ich mich nicht von Fleisch ernähren muss. Sag mal, was ist mit dem... Chewbacca ist auch da. Ja, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge. Laufen wir zurück in die Hütte? In der... eine der nächsten Folgen, das machen wir dann. Nee, wir warten hier. Können wir in der nächsten Folge machen. Jetzt. Dann laufen wir zurück. Die riechen mich jetzt. Dann leg das Fleisch weg. Nein. Dann bleib mal kurz stehen. Gutes Tu. Dass wir uns von den Zuschauern verabschieden können. Wenigstens Tu. Eine etwas willkürliche Folge, nenne ich es mal. Wir haben leider nichts gefunden am Sägewerk. Bis jetzt ist mir nichts großartig aufgefallen, aber ich meine, das Gebiet hier ist ja auch hier alles frisch gespawnt. Das heißt, nichts viel Neues in Ohio. Nee, wie sagt man da? Keine Ahnung. Im Westen? Ich werde nichts Neues im Westen, so genau. Wie komme ich auf Ohio? Da bin ich jetzt echt durch. Ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge. In der nächsten Folge werden wir mal gucken, wie es in unserer Heimat aussieht. Ich meine, ich war ja schon da und viel hat sich meines Erachtens nicht verändert. Und es wurde auch nicht viel geändert, was jetzt nicht gehen könnte, außer die Baumstämme. Und dann werden wir mal schauen, was wir noch weiter machen an unserer Basis. Da soll ja noch ein bisschen Absicherung kommen. Auf den Turm sollte ein Dachgarten, hat jemand geschrieben. Wo ist eigentlich unser Zuhause? Ja, das werden wir dann erst in der nächsten Woche sehen. Ich würde nie wieder nach Hause finden ohne euch. Ja. Aber du müsstest deinen Schlafsack auf der Map sehen. Nein, ich sehe gar nichts auf der Map, das ist es ja. Ich sehe es. Egal, ja, ich nicht. Whatever. Wir sehen uns übermorgen wieder zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Labert immer rein. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, das ist egal. Wir machen labern. Völlig egal. Ihr Lieben, tschüss. Bis übermorgen. Bis übermorgen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.